Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Ich habe den Drang zu schießen, aber ich darf es nicht machen, sonst kann ich wieder die Charaktere nicht wechseln. Oh. Rauf. So. Zu wem wollen wir denn gerade wechseln? Michael. War mir gerade nicht ganz sicher. Okay, alles wieder gut. So, in der letzten Folge haben wir Kram erledigt. Ein paar Quests, haben ein bisschen Scheiße gekauft und jetzt wollen wir mal wieder eine Hauptmission machen. Michael chillt gerade in seiner Bude ab. Sorry Kids, but I've gotta run off. Enjoy it. It's a classic. Interessant. Richtiger Klassiker, Alter. Ricky from Life Invader. Bro, I know you'll find this hard to believe, but it's kind of difficult for someone with a middling GPA and bad references to get a job in this climate. You gotta help me. Hey, if there's something, I'll call you. That's all I can say. Good luck out there. Alter, das kann ich mir nicht weiter angucken. Vor allen Dingen, das ist ein Klassiker, weißt du, die gucken so richtig hin. Was zum Teufel, Alter. Ist voll im Schneider. Die hat so ein Arm zwischen den zwischen den Beinen. Nein, um ein Bein. Das haben Mädchen öfter, ist mir mal aufgefallen. Muss ich mir auch mal machen. Oh, Fly Ass. Ach lol. Das waren bestimmt die Flugtickets für New Yankton, sag ich schon. North Yankton. Warum kann ich hier nicht rennen, ey? Ist doch schwachsinnig. So. Mission wollen wir, ne? Nehmen wir Burrow oder nehmen wir Solomon? Warum sind eigentlich beide Missionsarten, die man hat, warum haben die beide so einen behinderten Namen? Burrow oder Cinnamon? Wir nehmen Burrow natürlich, weil das nicht näher dran ist. So. Mein geilen Dollar-Spinners hier wieder. Ich glaube, die sind Spinner, habe ich schon mal gesagt, ne? Oder Spinnings? Ach, keine Ahnung. Halt so Dinger, die an den Felgen dran sind und sich drehen. Lustig. Wobei, das sind ja gar keine Spinners, die drehen sich ja nicht. So, er hat gerade voll gesehen, wie das rumgebackt hat. Was für eine niedrige Framerate die Drehung gerade hatte. Beim Bremsen. Beim Bremsen ist die Framerate von dem Ding voll niedrig. Hier, guck. Dick, 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 dick. Voll schlecht. Und die Spinner sind ja auch die, die sich halt im Stand drehen quasi und rückwärts, glaube ich. Das ist dann voll verwirrend, wenn man fährt. Ne. Glaube ich. Mann, ich bin doch kein Tuning-Experte, Alter. Das hat mich früher mal so halb interessiert. Mittlerweile halt absolut gar nicht mehr. Die traurige Musik irgendwie. So, viel cooler. Schön, wie der mir da anzeigt, dass ich mal geradeaus ein bisschen fahren soll. Da kacke ich drauf, Mann. Ach lol, hier sind wir jetzt. Da, wo ich damals den Lambo gefunden habe bei meinem privaten Run und wo ich hier ein neues den Voltec entdeckt habe und so mega schnell hier runtergefahren bin. Ich erinnere mich. Ach ja, das waren noch Zeiten. War noch gar nicht so lange her. Krieg ich die Kurve? Easy. Bei GTA 4 hätte ich jetzt schon bremsen müssen. You got lucky, buddy. Was war das denn jetzt bitte? Lol. Ich glaube, das Spiel ist gecrashed. Hallo? Hallo! Hey! Ja, ich kann nichts machen. Geil! Das Spiel hat sich aufgehängt. Das ist doch jetzt mal ätzend. Boah, zum Glück habe ich, nämlich, das ist jetzt die erste Folge, die ich aufnehme. Nicht, dass ich das noch hätte neu spielen müssen. Was war das denn jetzt schon wieder, ey? Ist total unnötig. Ja, Franklin, freu dich, dass du eine dicke Karre hast. Ist in Ordnung.
So, guckt er wieder einen Klassiker im Fernsehen. Sieht so aus. Nee, er zockt mit ihm. Richtiger Rage Quit, Alter. What? Yeah, that guy, but he doesn't Hallo. Really count. Mom and Dad didn't go and check out my crib, yo. Unless I can get a degree. Yo, Alter. Fängst du an wie Jesse Pinkman zu reden? Ich hab Breaking Bad mittlerweile durch. Ich bin sehr traurig. Naja. Versuchen wir es doch einfach nochmal. Diesmal mit einer cooleren Karre. Es lag bestimmt daran, dass mein Auto eben so kacke war. Boah, würdest du bitte aufhören, so den Berg so langsam hochzulaufen? Ist ja unausstehlich. So, den R8er nehme ich. Dies ist nun meiner. So. Damn. Das ist doch wieder doof. Warum hat sich da das eben aufgehängt? Was war denn das? War voll der Bug. Easy. Wow, Alter. Es war doch eben schon schwer genug, den Weg dahin zu kommentieren. Alter, hört doch auf, mich alle zu rammen, ihr dummen, kranken Bastarde, Alter. Alter, was geht hier ab? Ich fahre hier, also macht bitte alle einen Abflug, ey. So, jetzt fahre ich mal langsamer da rein. In die Mission. Dem komme ich nicht um die Kurve, leider. So. Fahren wir mal ganz langsam und gesittet da rein. Der fährt das wieder gegen, Alter. Was ist das für ein geiler Bug, Alter? Okay, das Spiel scheint ein bisschen zu verbuggt zu sein gerade. Interessant. Ich weiß nicht, was das soll. Das ist nicht gut. Aber egal, ich kann zur Not, glaube ich, auch mit Franklin hin. Oder? Ich glaube, ich kann ja auch ein bisschen mit Franklin machen. Wenn ich mache jetzt erstmal die andere da. Ich gehe jetzt zu Solomon, Alter. Das ist mir doch gerade hart zu blöd. Was soll das denn? Vielleicht soll ich einfach mal zu Fuß reingehen nächstes Mal. Vielleicht passiert dann ja nichts. Dann rennt er bestimmt einfach gegen die Wand. Oh shit, is that the time? I gotta go. Got a meeting at the studio. So, Mikey, du hast bestimmt gewonnen. Jetzt muss ich doch bestimmt nicht mehr die Tennisaugenschaft mehr da holen. Oh, ist das ätzend. Wo bin ich hier gelandet? Geil. Ich bin Solomon, ich wohne 1000 Kilometer von Maggie weg. In a burning heart. Ich lass die Musik jetzt einfach, ey. Scheiß auf GEMA. Nein, ich scheiß nicht auf die GEMA. In a burning heart. Ich kann sie selber singen. Boah, was ist das für eine verpackte Kacke gerade, Alter? Es sind schon fast 10 Minuten. Halt dein Maul! I know you'll find this hard to believe, but it's kind of difficult for someone with a middling GPA and bad references to get a job in this climate. You gotta help me. Hey, if there's something, I'll call you. That's all I can say. Good luck out there. Ach so, der beschwert sich quasi, weil wir ihn beim letzten Raubüberfall nicht mitgenommen haben. Nächstes Mal. Hey, da war jemand. Da war ein Rockstar-Charakter, ein Rockstar-Editor-Charakter. Na, wer bist du denn? Hey, how you doing? Oh, I am well on my way to being a fully actualized realization of the self. That is a true rebuttal of everything. Nicht schon wieder! Nein! Nein, nein, nein! Weg mit euch, Epsilonisten, Alter! Ich brauche euch nicht mehr. Habe ich schon mal mit der gesprochen? Kann mich gar nicht erinnern. Das ist doch krank. So, ich nehme jetzt eine. Oh, es war keine Abkürzung. Da rein muss ich für eine Abkürzung. Ah.
So, darf ich jetzt vielleicht mal eine Mission machen? Das wäre super nett von dem Spiel, muss ich ja mal ehrlich sagen. So, ihr macht ja die Tore nicht für mich auf. Ich darf hier mal zu Fuß reinrennen. Ich weiß es mittlerweile. Keine Ahnung, warum ihr so kacke seid. Aber ihr wollt es ja so. So, heppa. Diesmal bitte ohne Bug. Dankeschön. Good to see you, Slick. Devin. What the hell are you doing here? It's over, Michael. You done good, kid. You kept this bullshit up long enough to help me trigger a fantastic insurance payout when the plug is pulled. I love you. You're like my spirit brother now. Where's Solomon? He's out getting the negatives, the film, whatever the fuck it is. The last dinosaur in town is about to get fossilized. What are you talking about? Look, the movie's nearly done, so if the plug's pulled now, the investors, meaning us, get a massive insurance payout. Meanwhile, I can use that to get the other major shareholder, the old bastard's idiot son, to agree to tear this relic down and let me redevelop the area for condos. And in this economy, the city's gonna let me build tax-free. I might even get some rebates. It is a brilliant thing, and it is all thanks to you and Molly's eye for the details of the insurance policy. Michael, they're fucking us! The suits! And they don't even wear suits! Wolves in turds clothing! Try not to take it too badly, Mr. Richards. Were you ever a human being? Look, people used to like films, now they like what? Videoing themselves, beating off on their iFruit phones. Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly. Namaste. Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Can't we do something? At least let me finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. Where the hell is she going with that movie? She is taking the only copy offshore, somewhere nice and discreet. Analog. God, it's certainly got its complications. Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Nobody fucks with my film! Kann das sein, dass da gerade ein Rechtschreibfehler war? Oder sah das gerade nur so aus? Stand da gerade Verfluch? Nicht verflucht? Verfluchter, irgendwas stand da, glaube ich, nicht, sondern Verflucher stand da, glaube ich. Leider habe ich mich auch gerade nur verlesen, weil ich habe da eben nur mit halbem Auge gerade geguckt. So, ich muss ja ehrlich sagen, dass ich Mike jetzt Beweggründe gerade absolut nachvollziehen kann. Filme. Filme sind schön, Leute. Ihr solltet Filme gucken. Meine Videospiele sind auch großartig, aber... Slow it down, Slick. You're not thinking. Hey, aber Filme sind toll. I'm producing the goods. Don't do this, Slick. Think. She's got a police escort. So, guck mal, kaum geht's um Film, hol ich hier die richtig dicken Fahrskills raus, seht ihr das? Molly's highly strung. She's not gonna stop and talk it out with a deranged killer chasing after her. That ain't who I am. Look, I don't wanna hurt anyone. I just wanna get my movie. Slow down and use your brain. Fun time is over. Alle aus dem Weg! Ich muss den Film retten. Voll geil. So Leute, und gleich wird es auch ein bisschen eklig, ja, nennen wir es mal so. Ich weiß nämlich noch genau, was gleich passiert. Ach ja, gucken, wie lange das dauert. Wird vielleicht ein bisschen länger dauern, macht aber nichts dafür, dass irgendwie die ersten 10 Minuten einfach nur eine verpackte Scheiße war. Ich versuche mal als nächstes zu Fuß reinzurennen. Fuck. Oh, guck mal, ich habe die sogar eingeholt, Alter. Das ist aber ungünstig. Mein Film! Weezy News, Alter. Kann ich sogar fahren. Oh, oh, oh. Oh, ne. Oh! So, ich nehme jetzt den Weg für Coole. Yeah! Boah, ich lande sogar bis auf dem Dach, wa? Bam, Junge! Fehlgeschlagen, willst du mich verarschen? Ach, da hinten ist sie.
Warum war der denn fehlgeschlagen, Alter? Ich bin voll gut gefahren. Entschuldigung. Ich muss einen Film retten. Okay. LOL. Alter, was war das denn? Fuck! Ich bin auf den Typen hängen geblieben. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es so sehr. Alter, macht richtig Spaß gerade. Bleiben Sie stehen, Mann! Oh shit. Mein Auto ist schon ein bisschen langsamer geworden, glaube ich. Gib mir mal. Oh shit. Stop the car, lady. Stop your car now. Soll es nicht eben noch eine Polizeieskorte sein oder habe ich mich da irgendwie verlesen? Nee, wir haben mal 3 Sterne hab. Okay. Oh, das war jetzt richtig schlecht. Ich bin geblieben. Ja, das ist absolut korrekt. Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen, Lady! 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 Nein! Lady! Warte mal, hier war doch irgendwo... Oh, ich muss mir das jetzt leider mal angucken, Leute. Sorry. Irgendwo hier war noch richtig eklig. Ja, da war so eine Hand, Alter. Das ist sau eklig. Oh! Okay. Da ist auch noch irgendein Darm oder so. Alter, ist das ekelhaft. Aber irgendwie auch ziemlich geil. So, finden wir noch mehr Teile hier, die man identifizieren kann. Das sind irgendwie nur so Fleischstückchen, ne? Oh, shit. Okay, ich renne wieder zurück. Boah, coole Rolle, Alter. Das will ich auch können. Ach nee, kann ich ja. So. Mein Auto muss ich mir wiederholen hier. Das rote Auto ist einfach weg. Nee. Hallo. Tschüss. Oh, shit. Oh Gott, wie komme ich jetzt am besten wieder runter? Ich glaube, ich einfach dem Weg hier immer folge. So in etwa. Mann, hier kann ich doch rüberfahren, ne? Natürlich. Das war cool. Musste einfach mal sein, ja? Komme ich hier durch oder ist das massiv? Das ist massiv, verdammt. Aber hier nicht. Da komme ich mit genug Speed, glaube ich, durch. Nee, irgendwie nicht. Hey Leute, ich bin auf der Flucht. Wie auch immer das jetzt geht. Ich habe keine Chance durchzukommen, ne? Oh, ich glaube, mein Reifen hat sich schon verabschiedet. Nee. So ganz nur nicht. Okay, ich versuche es nochmal da hinten. Ob ich hier irgendwo runterkomme. Ah, hier komme ich doch runter. Oh. Mein Auto hat schon... leichten Schaden davon getragen, würde ich mal sagen. Hey, brenne ich? Nee. Bräuchte aber mal dringend ein anderes Auto, glaube ich. Ah, na geil. Denn ich glaube, das kann man nicht mehr als Auto identifizieren. So kann man es, glaube ich, nicht mehr nennen. So, weg hier! Oh, scheiße, der Heli. Ein bisschen ungünstig.
Boah, geht doch alle weg hier. Ach, lecken sie mich doch, ihr scheiß Bullen, ey. Ich fahre sie einfach entgegen. Ist mir egal. Boah, was ist das für eine komisch aufgebaute Scheiße hier? Der Flughafen. Wie das aussieht von vorne, das Auto. Dass sowas noch fährt. Er bezeichnet es noch als Auto, also ist es auch noch ein Auto. Ich bin jeden Moment tot, glaube ich. Mein Auto macht das nicht mehr lange mit. Boah, jetzt macht doch alle mal einen Abflug, Alter. Oh, mein Auto, Alter. Da bin ich noch verflucht, ne? Alles klar, dann stelle ich mich jetzt hier unter. Das ist narrensicher, aber hier sieht mich dann noch der Dings nicht. Willst du mich verarschen? Easy. Da bin ich jetzt irgendwo mal alleine. Kann jetzt schön entkommen. Oh, der Heli ist ja auch noch da, Alter. Das kann doch nicht angehen. Das ist ja wohl echt ein Witz. Ich entkomme ums Erbrechen nicht. Oh. Alles klar, das war's noch mit meinem Auto, würde ich sagen. Okay, ich glaube, das war's. Hey, ist nicht auch immun Heli? Vielleicht. Nein, leider nicht. Muss hier nur noch durchkommen. Das werde ich nicht überleben. Alter, ich will doch nur entkommen. Was ist das für eine kranke Scheiße? Das ist total krank, ey. Die Bullen halten einfach nicht ihr Maul gerade. So, ich verpiss mich hier rüber, Alter. Ah, nicht funktioniert. Alter, jetzt... Alter, ganz ehrlich. So, jetzt reicht's mir hier. Bisschen Randale stiften hier. Oh, hier, bam! Oh. Oh, ich hab doch eins hinter geplantet. Ich war nicht sicher. Ah, ich geh doch auf die Eier gerade. Was ist das denn? Boah, Leute, ohne Spaß... Ich nehme einfach das Flugzeug. Warum bin ich denn darauf nicht gekommen? Gib Stoff! Hallo! Alter, wie lange das gedauert hat. Ich glaube, ich bin tot, bevor ich losfliegen kann. Alter, das fliegt sich ja so richtig gurkig. Das ist ja ekelhaft. Ein Ding ist schon beschädigt. Das ist aber nicht so geil. Na, Polizeiheli da hinten. Oh. Ich glaube, mein Triebwerk macht gerade einen Abflug. Oh oh. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, ich glaube, ich stürze gleich ab. Boah, da ballern die mich einmal ab, ne? Ja, tschüss. Versuche noch irgendwo zu landen. Ey, das ist doch wohl echt ein Witz. Die entkommen einfach nicht. Die verpissen sich nicht. Na, danke schön. So, unter der Brücke durch hier. Alter Schwede. Die Spürnase, sagt er. Okay, Leute. Wir haben es geschafft. Weg damit! Oh, das Handy. Das ist so ganz leise verschwunden. Alter, was ein Aufwand. Kack die Wand an. Okay. So, Leute.
Dann ruf nochmal an. I loved you once, Tony, but there's nothing between us. Now that I know you prefer dictation. Really? We're doing this now? I just watched Devin Weston's legal counsel get juiced in a jet engine. Oh, that Molly woman? Oh, Lord, that's horrible. You have no idea. She panicked, went crazy, and ran into it. But I saved the print, so we still got our movie. You believe that analog thing? It's all digital. We have backups everywhere. I mean, we're shooting on green screen. Well, you could have told me. I'm sorry. Look, I thought you knew. The edit's nearly done, and we've got to get it out before they can screw us again. I've greenlit a premiere. That will stop them from burying us. A premiere? For Meltdown? Okay. Can you invite my family? They can finally have something to be proud of me for. Of course! It's already on its way by courier. All right. Shit. I'll get ready. It was an American divorce, by the way. The movie quote. Obviously. Willst du mich verarschen, Solomon? Willst du mich verarschen? So ein Arschloch. Bis zum nächsten Mal. Ah, tschüss.